Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Um was sich dieses Video handelt, ihr habt schon gesehen gehabt, ein Thumbnail. Ihr seid schon mal hier. Einmal abonnieren, Glöckchen drücken und Daumen nach oben. Das sind drei Mausklicks, völlig kostenlos. Wenn ihr das Glöckchen drückt, verpasst ihr auch keine Videos mehr hier auf meinem Kanal. Nach meinem Intro geht's dann auch gleich los. Ja, hallo, willkommen oder auch willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal von Ausgewandert nach Polen. Ja, ihr habt das schon so einigermaßen mitgekriegt. Leute, die hier in Polen leben, was im Moment so abgeht an der Grenzregion zwischen Polen und Belarus, also zwischen Polen und Weißrussland. Ja, was läuft da eigentlich ab? Ich spiele euch gleich mal ein paar kleine Videoclips ein. Die Videoclips sind unter anderem von Bild. Die gesamten Videos in voller Länge könnt ihr euch anschauen. Die Links zu den Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr habt jetzt die Bilder kurz gesehen, einige. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Flüchtlinge sind, die irgendwie vor Krieg fliehen? Ihr habt ihn noch gesehen in der Mitte, ja, mit der Sonnenbrille. Ist ein ganz cooler. Benimmt sich wie ein kleines Kind, aber nicht wie ein Flüchtling. Ja? Glaubt ihr wirklich, die wollen jetzt nur in die EU beziehungsweise nach Deutschland, um besser zu leben? Oder wollen die einfach nur Geld haben und dass das Spiel von 2015 wieder von vorne beginnt? Ja, auf eure Kommentare bin ich gespannt. Wir schauen uns gleich noch ein paar weitere Videoausschnitte an. Und wie gesagt, die Videos sind alle unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, dieses ist das Video Nummer 1. So, ich meine, ihr habt es jetzt gesehen gehabt, nochmal in diesem kleinen Video Stück. Flüchtlinge benehmen sich nicht so. Flüchtlinge, die würden stehen, die würden betteln, dass sie reinkommen. Die würden hingehen, die würden jetzt nicht versuchen, den Stacheldrahtzaun irgendwie durchzuzwicken. Ja, oder das ist ja Naturschutzgebiet, wo die Flüchtlinge alias Migranten sich dort aufhalten. Die roden praktisch die Bäume ab, damit sie dann warmes Plätzchen haben. Gut, ist auf der Seite von Belarus, aber trotzdem, ich meine, wie würdet ihr euch jetzt verhalten, wenn ihr jetzt Grenzschützer da sein solltet? Ja, ich weiß nicht, würdet ihr jetzt dieses Pushback vornehmen oder würdet ihr wirklich sagen, wo ist in Ordnung, arme Migranten, arme Flüchtlinge, ihr könnt nach Polen kommen, ihr müsst uns aber versprechen, ihr müsst Polen schnell verlassen, auf sofortigen Weg nach Deutschland. Was meint ihr jetzt? Machen wir das jetzt hier in Polen richtig,
dass wir sie nicht reinlassen und die Leute, die es schaffen und wieder aufgegriffen werden, wieder zurück auf die Seite von Belarus? Oder was würdet ihr machen? Auf eure Kommentare bin ich echt gespannt. Aber bitte tut mir einen Gefallen, keine Beleidigung, Hassreden oder ähnliches. Die Kommentare, wenn die nicht von YouTube sofort gelöscht werden, werde ich dann die Kommentare löschen. Und die Nutzer werden dann auch bei mir blockiert. Ja, bitte habt Verständnis dafür. Ja, abweisen oder aufnehmen, das ist die ganz große Frage, auf die es bisher zumindest keine wirklich klaren Antworten gibt. Herr Wöller, Herr Emmerich, lassen Sie uns zusammen in diese Gesichter schauen, die wir eben gerade gesehen haben. Kinder, die im Wald sind, die frieren, die jetzt zu einem ja, Spielball in diesem zynischen Machtspiel geworden sind. Was soll man jetzt machen? Wohin mit diesen Menschen, Herr Emmerich? Also wir haben es mit einer staatlich organisierten Schleusung zu tun. Wir haben gesehen, dass diese gewaltsam versuchen, die Grenze zu durchbrechen. Europa darf sich nicht erpressbar machen. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen den Polen erst mal danken, dass sie wirksam die Außengrenze der Europäischen Union schützen. Und damit schützen sie auch Deutschland, damit schützen sie Europa. Und wir müssen die Polen dabei unterstützen, sozusagen diese Grenzen auch weiter wirksam zu verteidigen. Es kann nicht sein, dass sich Europa erpressbar macht durch einen staatlichen Oberschleuser. Und insofern müsste dafür geachtet werden, dass keine gewaltsamen Grenzdurchbrüche möglich sind. Ja, das war es dann auch hier mit dem Video zur Grenzlage zwischen Polen und Belarus. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Nehmen die Deutschen die Flüchtlinge auf oder helfen die Deutschen auch die EU-Außengrenze zu schützen? Ja, und kleiner Hinweis, also Videos hier direkt aus Lublin wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen erstmal nicht so richtig geben. Die nächsten Videos gibt es dann wieder hier aus Lublin Anfang Dezember, wenn es hier mit den Weihnachtsmärkten losgeht. Ja, aus der Altstadt habe ich schon mitbekommen, gibt es viele, viele kleinere und größere Stände pünktlich zur Weihnachtszeit. Und noch einmal der Hinweis, abonnieren und das Glöckchen drücken. Wenn ihr mich das Glöckchen drückt, verpasst ihr nämlich nicht das nächste Video, wo ihr nämlich entweder Bummel über die Weihnachtsmärkte oder den Jahreswechsel hier in Lublin gewinnen könnt. Also in dem Sinne wünsche ich euch nochmal einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen, tschüss und du, wir sehen ja.